So eine Strecke ist Trucker Babe Julia noch nie gefahren. Julia fährt Truck Trial. Oh, oh mein Gott! Was geht hier ab? Ob sie da auch am Steuer so cool ist wie sonst? Wenige Stunden zuvor. Trucker Babe Julia erfüllt sich heute einen Wunsch. Gemeinsam mit ihrem Kfz-Meister Uli besucht sie das Firmengelände von Marc und Jan. Die zwei Cousins führen eine der größten Lkw-Vermietungen und fahren seit 8 Jahren Truck Trial. Ein extremer Motorsport, den Julia ausprobieren will. Also ich würde sagen, mein Lkw kann das nicht. Also dein, so dein Lkw ist wahrscheinlich eher für die Straße gemacht und der natürlich absolut fürs Gelände. Ja. Grundsätzlich ist es ein Dreiachser MAN mit Allradantrieb und ein bisschen modifiziert für unseren Sport Truck Trail, den wir machen. Unter anderem, du siehst es, das sind ganz spezielle verstärkte Reifen. Und natürlich die Stoßstange zum Beispiel ist ziemlich verstärkt, dass man da wirklich große Steine mit wegräumen kann eben auch nichts kaputt geht. Beim Motorsport Truck Trial geht es vor allem um Geschick. Jan und Marc müssen ihren 700 PS starken Truck durch extremes Gelände manövrieren und dürfen gesetzte Streckenmarkierungen nicht umfahren. Die Cousins sind immer zu zweit im Führerhaus und ein echtes Siegergespann. 2019 sind sie zum zweiten Mal Europameister geworden. Und euch ist schon mal was passiert? Wir sind einmal wirklich unerwartet aufs Dach gerollt und hat uns gedreht. Ja? Ja. Was machst du dann, wenn du auf dem... Wie so ein Marienkäfer. Ja, dann kommen erstmal die ganzen Helfer natürlich, gucken, ob uns was passiert ist. Uns ist nichts passiert. Wir haben uns ein bisschen den Kopf angehauen, ein paar blaue Flecken hatten wir. Ja, krass. Also das ist in meinem Fall mit so einem Straßentruck, LKW, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ist ein Horrorszenario. Ich hoffe, es passiert nicht mit uns heute. Aber ja, die Jungs sind Profis. Ich vertraue denen da. Julia will heute aber nicht nur mitfahren. Sie will selbst ans Steuer. Würdet ihr mir das zutrauen? Man muss dazu sagen, dass außer Marc und mir wirklich keiner das Fahrzeug bewegt. Mhm. Deswegen müssen wir uns das schon noch mal genau im Laufe des Tages anschauen. Ja, krass. Ja, dann würde ich sagen, los. Hier werden sich Marc und Jan gleich mit ihrem Truck austoben. Ein Steinbruch mit extremen Gefällen und Steilhängen bis zu 70 Grad. Matsch, Steine, eben alles, was das Truck Trial herzu begehrt. Niemals würde ich hier einfach so rumfahren. Ich habe ein bisschen Angst. Ach, echt? Guck mal, wie steil das da unten ist. Wenn ich einmal falle, dann falle ich richtig. Trucker Babe Julia ist eher Asphalt gewohnt. Mit ihrer Event-WC-Firma fährt sie normalerweise Klos durch die Gegend. Aber die 28-Jährige ist immer wieder auf der Suche nach Nervenkitzel. Und der sieht heute so aus. Eigentlich könnten wir gleich starten, noch kurz die Helme aufziehen, dass nichts passiert und dann einsteigen und los geht's. Beim Truck Trial Motorsport wird immer im Team gefahren. Beifahrer Jan ist Co-Pilot und assistiert Marc beim Fahren. Okay, wie komme ich hoch? Julia ist nur 1,65 Meter groß, aber weiß sich zu helfen. Große Trucks ist sie schließlich gewohnt. Ah, okay. Okay. Noch den Sicherheitsgurt anlegen und dann. Fahren wir mal zur ersten Runde. Ist das eine Wasserwaage oder was ist das? Ja, sozusagen. Ja? Das ist unser Schrägenmesser, der uns ein bisschen anzeigt, wie schräg wir tatsächlich fahren können, wann kippt er um. Das wird man nachher noch ein bisschen austesten. Die Faustregel für den Schrägenmesser: Wenn der Truck mehr als 45 Grad zur Seite kippt, fällt er um. Was? Oh Gott! Oh Gott! Will er da runter? Ja. Er will hier runter? Ja. Also wir fahren solche Berge, wenn es irgendwie geht, ohne Bremse. Wirklich, ohne Bremse, Kupplung, einfach kleiner Gang und runterrollen lassen. Mhm. Weil durchs Bremsen wird er unkontrolliert. Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Warum sind wir nicht gekippt? Das
Da fehlt noch ein bisschen, da müssen wir ein bisschen steiler fahren. Was ist passiert? Wahnsinn. Jetzt machen wir ein bisschen was Krasses, oder? Was krass? Das war das kleine Ding. Ja, das kleine Ding fahren Marc und Jan zum Aufwärmen. Beim Truck Trial geht es nicht um Speed, vielmehr um Taktik. Die werden Marc und Jan gleich hier brauchen. Freund und Kollege Uli schaut aus sicherer Entfernung zu. Boah! Oh mein Gott! Wow! Also er guckt jetzt nur noch in den Himmel. Ihr seht gar nicht mehr, was unter ihm ist. Ich muss schon aus dem Fenster rausgucken, um zu sehen, wo die Räder sind. Ich glaube, er muss jetzt noch mal zurückfahren. Im Steinbruch wird täglich gearbeitet. Die Abhänge verändern sich also ständig und sind für Marc und Jan das perfekte Training. Was gibt's denn, ey? Marc will diesen Steilhang bezwingen. Er gibt alles jetzt. Aber 700 PS haben auch gegen matschigen Untergrund keine Chance. Wenn es trocken ist, hätte ich gesagt, ja. Aber schau mal, wie der hier nach links wegrutscht. Abbruch. Aber Marc hat schon die nächste Abfahrt im Auge. Boah, die Abfahrt ist richtig krank. Ohne Scheiß. Boah, ganz ehrlich, ja, ja. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Am ganzen Körper, Leute. Am ganzen Körper. Zu Recht. Die nächste Abfahrt geht an die 50 Meter nach unten. Das sieht von hier aus, als ob du in der Luft hängst. Also das werden jetzt ja, 65 bis 70 Grad werden das sein. Oh Mann, ey, oh Mann. Oh Mann. Auch hier macht der schlammige Untergrund die Abfahrt unberechenbar. Oh Gott, oh Leute, das ist unnormal. Das sieht schon ziemlich gefährlich aus, das Ganze. Ja, die Jungs sind krass. Marc und Jan sind schon Abschnitte mit 90 Grad, also senkrecht nach unten gefahren. Oh, nee. Das kann nicht sein, ne? Ohne Scheiß, das kann nicht wahr sein. Also man sieht schon, wenn er leicht anbremst, rutschen die Reifen trotzdem runter. Und er hat jetzt immer eine ganz Abwärtsbewegung. Er muss immer sehen, dass er gerade bleibt. Beim Truck Trial geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Taktik. Da müssen wir fast geradeaus runter. Noch weiter runter? Oh, 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 oh. Das ist halt extrem weich, aber es geht. Wow. Ey, jetzt müssen wir Gas geben, jetzt müssen wir im Berg stecken. Nee. Boah, scheiße, sinkt mir ein. Wir fahren so rum. So rum. Gott, oh Gott, oh Gott! Die GoPro ist weg. Was ist das? Oh fuck. Ja, ehrlich, ey, so. Guck dir das mal an, was war das? Aber gewöhnt man sich dran, gell? Hä? Man gewöhnt sich daran, nee, sag ich. Überhaupt nicht. Nee? Nein. Nein, das ist für mich unnormal. Hier funktioniert die Schwerkraft nicht so, wie sie funktioniert. Das stimmt sogar. Denn in den Reifen sind jeweils 120 Liter Wasser drin, um den Schwerpunkt des Trucks nach unten zu legen. Das hilft bei steilen Abfahrten und ein Kippen ist somit kaum möglich. Als normaler LKW-Fahrer ist das gerade sehr, sehr unnatürlich. Es fühlt sich sehr, sehr unnatürlich an, weil so steil runter, so steil hoch habe ich noch nie gemusst. Und du denkst einfach, das Fahrzeug muss kippen. Es muss kippen, es geht nicht anders, aber es kippt nicht. Also es ist echt irre. Das ist wie so eine Spinne auf dem Boden. Es kommt hin, wo es hin will, so nach dem Motto, ne? Richtig irre. Wir waren kurz vom Stecken bleiben tatsächlich. Ja, nochmal Gas am Ende gegeben. Wir haben schon gedacht, wir müssen jetzt den Radlader holen, der uns rauszieht. Also wir haben nicht gedacht, dass es tatsächlich so tief ist. Ja, ja, mega. Also ja, das war gerade echt ein Erlebnis, vor allen Dingen, wie der Schlamm hochschießt und du denkst dir, oh mein Gott, du steckst mit der Schnauze einfach nur noch im Boden drin. Ne? Ja, aber jetzt würde ich sagen, das probierst du mal selber aus, was das Fahrzeug mit dir am Steuer so kann.
Und wir unterstützen dich dabei. Ja, Unterstützung auf jeden Fall. Ich will, dass alles heile bleibt. Das sehr Fahrzeug gut. Und wir. Gut. Okay? Das sind wir froh. Fliegender Wechsel? Jawohl. Okay. Trucker Babe Julia ist das Fahren mit großen LKWs zwar gewohnt, aber in diesem hier ist alles ein wenig anders. Naja, und dann erlauben sich Marc und Jan auch noch einen Spaß mit ihr. Zündung geht nach oben, genau. Und starten ist dann hier neben dran nach oben. Genau. Falscher Gang. Was war das hier? Der Rückwärtsgang. Ja, will ich doch. Wir fahren jetzt mit 1. Wir fahren 1. Ja, musst du rückwärts erstmal. Nee, fahr mal vor. Der erste Gang immer mal reinlegen, so fängt man immer an. Wo ist denn der erste? Hier sind nur 2. Genau. Handbremse kennst und jetzt fahren wir einfach mal. Fahr geradeaus vor. Mitlenker. Warum geradeaus? Fahren wir geradeaus. Boah, Leute, das ist nicht euer Ernst. Oh, Leute, nicht euer Ernst! Kein Gas, kein Nix? Gar nix. Blatt! Schau bitte hin, wo du hinfährst. Ah. Oh mein Gott! Das habt ihr extra gemacht! Wow! Jetzt geht's dann rechts hoch. Wow! Erste Mutprobe bestanden. Die zweite folgt sogleich. Oh, jetzt relativ nah an die Wand hinfahren. Weiter, noch an die Wand. Noch weiter an den Steinen, weiter geradeaus. Weiter zu mir. Und jetzt gerade. Jetzt genau. Und alles loslassen, ja? Nee, noch nicht. Stopp. Anhalten. Immer anhalten vor dem Berg. Oh. Okay. Und dann ist ganz wichtig, dass er nicht schräg kommt im Hang. Der muss kerzengrad runterlaufen. Also du musst jetzt noch leicht links. Ja. Da musst du schon echt Eier haben, um da runterzufahren. Ne? Wie viele Eier hat Julia denn? Dann ganz langsam von der Kupplung gehen. Von der Bremse runter? Ja. Und Kupplung runter. Und Kupplung runter. Perfekt, ganz ruhig. Leute, was geht hier ab? Wir haben einen neuen Traktorfahrer. Ja. Julia wäre die erste Truck-Trial-Fahrerin Deutschlands. Das Trucker-Babe scheint sich gerade zu qualifizieren. Oder? Also wir machen jetzt mal alle Sperren schon rein, jetzt nimmst du mal den ersten Gang und fährst mal, bis er nicht mehr geht. Einfach im Standgas rollen lassen oder ein bisschen Gas geben. Okay. Ruhig noch weiter, bis er nicht mehr vorwärts geht. Boah, der geht nicht weiter rein! Gut. Anhalten, halt an. Jetzt zurückrollen lassen, Rückwärtsgang reinlegen. Schafft es Trucker Babe Julia, den Steilhang hochzukommen? Dafür muss sie mit Vollgas nach oben brettern. Jetzt können wir mal ein bisschen größeren Gang, der zweite groß. Und wichtig ist schön zwischen den Steinen durch und nicht vom Gas, bis wir oben sind. Okay, warum haltet euch so fest? Wir haben keine Angst. Ja, ja, ihr vertraut mir, ich seh's. Los. Gas, ja? Oh Gott. Gas. Oh mein Gott. Was war das? Stark. Hammer. Alter Vater. Chapeau, Julia. Du hast das Truck-Gen einfach in dir drin. Einwandfrei. Oh, geil. Komm raus. Du bist so wahnsinnig. Ohne Scheiß. Unfassbar. Die Jungs sind wahnsinnig. Die sagen, fahr hier runter. Ich sag, wie? Das haben wir nicht ausgemacht. Boah, das ist, ich kam echt ins Schwitzen. Boah. Krass. Was geil erzählt. Oh, das war mega geil. Du denkst einfach, es geht nicht. Die Jungs geben, sagen, gib Gas. Ja, dann gebe ich Gas, ne? Aber die vertrauen mir oder haben mir vertraut und wir sind heile angekommen, ne? Krass.
Auch Jan und Marc sind beeindruckt von Julias Fahrtechnik. Also Respekt. Oh. Wirklich gut gefahren. Richtig mutig, ja. Musste ich erst mal trauen, so zu fahren. Aber man merkt schon, dass in einem LKW auch umgehen kann. Definitiv. Das war richtig mega. Ich danke euch, dass ich das machen durfte. Und euer Vertrauen mit eurem Fahrzeug und eurem Leben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mir auch. Geile Sache. Julia wird ihre rollenden Klos erstmal nicht gegen eine Truck-Trial-Karriere tauschen. Aber wie heißt es so schön? Sag niemals nie.